Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit einem neuen Lesevlog. Und zwar wollte ich im Sommermonat Juli endlich ein paar Sommerbücher angehen. Und ich habe ja dann auch 2 Wochen im Juli Urlaub und noch eine im August. Und ich dachte mir, wir starten zusammen in das Büchlein. Und dann kam Lämmchen von Anne Hansen. Jetzt ist gefühlt, ja, das erste Drittel des Monats Julis um und es ist eher Herbst als Sommer. Dementsprechend erhoffe ich mir von diesem Buch doch ein bisschen Sommerstimmung und ein bisschen, ja, einfach eine schöne Stimmung. Entdeckt habe ich das Buch und ich dachte, das passt in diesen Lesevlog ganz gut rein, in der letzten Flow. Ich lese die Flow gefühlt wirklich seitdem sie erschienen ist. Ich glaube, so ab der 3. Ausgabe war ich dabei, habe mir dann auch die 1. Ausgaben irgendwo mal gebraucht besorgt und habe sie auch im Abo und ich lese in ihr super gerne. Und da war nun eben ein Bericht drin und zwar ist die Oberkategorie in der Flow, die heißt immer so schön, was machst du gerade? Und hier wurde dann über Anne Hansen tatsächlich ja, so ein bisschen gesprochen. Und das fand ich super, super interessant, wie sie so zu ihren Lämmern gekommen ist und wie sie zum Buchschreiben kam und ja, wie viele Schafe sie hat. Und das fand ich super interessant und bin ihr dann auf Instagram einfach mal gefolgt, habe mich so ein bisschen umgeguckt und habe dann eben entdeckt, dass es ein Buch von ihr gibt oder jetzt auch relativ frisch dieses Jahr erschienen ist im Penguin Verlag und von dem wurde mir das Buch dann auch dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und ich dachte, da lesen wir jetzt einfach gemeinsam so ein bisschen rein. Genießen noch so ein bisschen den Juli, was so an Spaziergängen ist. Ich habe mir ein Gadget bestellt, das möchte ich euch auf jeden Fall auch zeigen und vielleicht puzzeln wir auch mal gemeinsam eine Runde. Und es heißt so schön, hinfallen, aufstehen, weiter grasen, wie mir ein kleines Schaf die ganz großen Dinge beibrachte. Und das finde ich so schön, denn es ist eine Liebeserklärung an das unterschätzteste Tier der Welt, an das platte Land, in dem der Regen von der Seite kommt und an die Kunst, einfach mal loszulassen. Und ich finde das richtig schön. Es ist eben ihre Geschichte. Ich habe auch so ein bisschen rumgeblättert. Also es gibt auch ein paar Bilder dann tatsächlich von ihr, auch mit ihren Schafen. Und ich freue mich darauf. Ich mag es, wenn Menschen einen sehr natürlichen, freundschaftlichen Bezug zu Tieren gewinnen und haben. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es in diesem Buch in die Richtung geht. Es ist, glaube ich, kein Buch, hoffe ich zumindest, was irgendwie kontrovers ist oder wo es irgendwie Dinge gibt zum Rätseln oder Ähnlichem. Na, aber ich dachte, der Juli ist der Sommermonat, wir nehmen so ein bisschen was Leichtes und vielleicht habt ihr ja tatsächlich auch einfach mal Lust, zu einer leichteren Lektüre im Sommer zu greifen, euch irgendwie die Welt mit auch echten Geschichten sozusagen schöner zu machen und habt vielleicht tatsächlich ja selbst auch die ein oder andere tierische Buchempfehlung, würde ich mich natürlich mega drüber freuen. Die Buchinfos und so weiter, na, findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und ich danke wirklich dem Verlag, dass er mir das Büchlein zur Verfügung gestellt hat. Und ich freue mich jetzt auf die knapp 230 Seiten und bin total gespannt. Parallel fange ich heute auch mit einem neuen Hörbuch an. Da ist dann aber ein Hund eher, würde ich sagen, in der Hauptrolle. Und zwar ist das der 3. Teil der Leuchtturmreihe. Ich glaube, Sommerglück am Leuchtturm. Und darauf freue ich mich dann auf jeden Fall auch so ein bisschen hineinzustarten. Und dann ist ja auch noch ein bisschen Fußball-EM. Aber ja, das kriegen wir natürlich alles unter einem Hut, mehr oder weniger. Schlaf wird sowieso total überbewertet. Ja, also ich wünsche mir und euch dann natürlich beim Vlog und mir beim Lesen auf jeden Fall ganz viel Spaß und ja, lasst uns den Monat noch ein bisschen gemeinsam genießen.
die etwas zerwühlte Frisur. Heute war es doch recht windig auf unserer Hunderunde, die richtig, richtig schön war, weil es eben windig war, weil es nicht zu kalt war, nicht zu warm war. Und wir haben die etwas über 5 Kilometer sehr, sehr, sehr genossen. Und ja, ich habe jetzt die letzten 2 Tage in meinem Büchlein gelesen, hatte eine schwierige Auswahl für das Lesezeichen, bin dann über dieses gestolpert und dachte, was passt besser als dieses Schaf auf einem Bücherstapel. Und ich habe jetzt bis Seite 83 gelesen. Ich bin jetzt sozusagen mit dem März fertig, denn wir haben hier so ein bisschen eine Art, ja, Tagebuch ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es ist ein bisschen mit Datum versehen. Wir fangen im Grunde im Dezember an, nachdem wir durch den Prolog so ein bisschen erfahren haben, um was es geht. Und jetzt hatten wir den Dezember, den Januar, den Februar und den März, und jetzt geht es dann auch gleich weiter mit dem April. Ja, wir lernen hier eben Anne Hansen kennen. Wir erfahren etwas zu ihrer Krankheit, was sie dazu führte, von Berlin eben wieder zurückzuziehen an den Deich, wo sie eben ursprünglich ihre Jugend, ihre Kindheit verbracht hat, dass sie sich da ein kleines Haus gekauft hat, zusammen mit ihrem Mann, und dass sie dann eben, ja, irgendwann die Energie wiedergefunden hat, obwohl eben, ja, das Krankheitsbild sie lange dazu gezwungen hat, nur liegend ihre Zeit zu verbringen, und dass sie dann aber mit ihrem Mann Spaziergänge macht und dann eben irgendwann auf Lämmchen trifft, von dem hier eben auch, ja, titelgebend sozusagen erzählt wird. Und Lämmchen ist eben ein Lamm in einer ganzen Schafsherde, das sehr zutraulich ist, und man muss sich das an diesem Deich so vorstellen, dass man da eben von Gatter zu Gatter gehen kann, um überhaupt voranzukommen, und sie sich eben irgendwann in so einer Schafsherde wiederfindet und Schafe kennenlernt und eben feststellt, okay, sie sehen zwar alle irgendwie sehr ähnlich aus, aber jedes ist doch sehr speziell. Jedes Tier hat seinen Charakter, seine Art, und alle genießen es, Zuwendung, Aufmerksamkeit zu bekommen, massiert zu werden, gestreichelt zu werden, und wir erfahren eben auch, dass es wohl durch den Wind, den es oben im Norden gibt, auch mal passieren kann, dass ein Schaf auf den Rücken fällt, weil es irgendwann eben von der Wolle so beeinträchtigt ist, dass es selbst nicht mehr auf die Beine kommt. Und wir erfahren so ein bisschen, wie es eben Anne Hansen immer besser geht, was sie so ein bisschen unterstützt, damit, ja, im Grunde ihre Genesung vorangeht. Und ich finde es sehr unterhaltsam. Also tatsächlich hätte ich gar nicht gedacht, dass mich auch so eine Geschichte über Krankheiten, finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig. Aber das ist hier gar nicht der Vordergrund, sondern wirklich eher dieser Genesungsprozess und welche Gedanken sich einschleichen, wenn man mit Tieren zusammen ist, über was man nachdenkt, was einen voranbringt, was einen auch, ich glaube, von der Krankheit einfach ablenkt. Und das finde ich tatsächlich sehr gelungen. Sie hatte auch hier hinten einen Punkt drin, dass Routinen zum Beispiel einfach sehr wichtig sind. Gerade wenn man vielleicht Depressionen hat oder mental oder auch körperlich nicht ganz fit ist, dass sie eben sagt, ganz egal, ob wir jeden Tag eine Runde laufen gehen, ob wir morgens kalt duschen, ob wir jeden Tag 10 Seiten in einem guten Buch lesen, ob wir einen Tag einen Waldspaziergang machen, ob wir auch am Ende jeden Tag ein leckeres Stück Kuchen essen. Und natürlich der klassische Tippgeber ist ja immer das Bett morgens machen, dass das schon ganz viel in unserem Kopf macht. Und ich bin definitiv auch ein Freund von Routinen. Das hält auch meinen Geist, meinen Freigeist, so im Rahmen, wie ich immer so schön sage. Deswegen bin ich, glaube ich, auch ein Listenfreund, ist immer so das falsche Wort, aber ich merke, wie mir Listen einfach gut tun. Und dementsprechend kann ich das sehr, sehr, sehr fühlen und verstehe einige Dinge, auch wenn ich jetzt ihr Krankheitsbild nicht irgendwie im Umkreis kenne, ist jetzt auch nichts Bekanntes. Sie hatte da so Unterdruck im Kopf, hatte also immer Kopfschmerzen, sobald sie in der Aufrechten war, und konnte deswegen also wirklich die größte Zeit ihres Lebens nur liegend zu dieser Zeit eben verbringen. Und sie merkt hier, wie es ihr besser geht. Ich habe ein schönes Zitat herausgefunden, was dann auch der Anlass war, um diese Markierer zu holen, weil mir das so, so, so gut gefallen hat. Und hier geht es so ein bisschen um Sonne, um was das mit den Menschen macht, was der Blick auf das Meer macht. Und sie sagt hier so schön, vielleicht sind wir wie eine Pflanze, die ihre Blätter der Sonne zuwenden muss. Ohne Licht kein Wachstum, ohne Meerblick kein Ankommen. Oh, das fand ich so, so, so schön, weil ich das total fühle. Ich bin ein großes Wasserkind. Oh, jetzt wird das Licht hier schlechter. Ein großes Wasserkind. Ich fühle mich da pudelwohl am Meer, und ich glaube, dass mich mein Leben auch irgendwann mal ans Meer bringen wird, als Wohnort und Lebensort und Lebensmittelpunkt einfach irgendwann Richtung Meer gehen wird.
in der ferneren Zukunft, ne? Also nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren, sondern tatsächlich eher, wenn man dann so ans Rentenalter vielleicht irgendwo denkt. Und ich verstehe genau, was sie hier mit beschreibt. Also dieses Ankommen bei der Reise, wenn man dann das Meer sieht, wenn man da steht und das Meer einfach beobachten kann. Und das Meer sieht zwar gefühlt immer gleich aus, ist aber doch immer anders. Und wir Menschen sind auch immer wieder jemand anders an diesem Meer. Also ich fühle das total. Ich mag die Geschichte bisher sehr gerne lesen. Sie ist sehr leicht zu lesen. Sie ist sehr alltäglich. Sie hat auch so die ein oder andere Kalenderweisheit, über die sie sich dann selbst lustig macht, was ich ganz cool finde. Und weil die manchmal doch helfen. Also ich glaube, wenn man einen guten Kalenderspruch hat. Und also ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von genieße die kleinen Dinge. Also enjoy the little things. Und da bin ich ein ganz großer Fan davon, mir dann auch wirklich in meinem Dankbarkeitstagebuch so kleine Dinge des Tages aufzuschreiben, die mich eben glücklich gemacht haben. Und ich finde, das macht etwas in Summe, weil es passieren einem eben einfach eher 10 kleine schöne Dinge am Tag als so ein großes Ding, was man dann eben nie vergisst. Und das finde ich so besonders. Ja, also ich freue mich hier definitiv aufs Weiterlesen. Es müsste jetzt so grob, ich glaube, das erste Drittel gewesen sein und bin sehr gespannt, wo mich das noch ein bisschen hinführt. Und ich finde es gerade sehr passend. Also so da draußen das Wetter weiß nicht so richtig, was es will. Gestern noch irgendwie 28 Grad Sonne, dann kamen Gewitter und Schauer und heute ist es eher windig und irgendwie so ein Oktoberwetter, obwohl ich glaube 18 Grad hat es trotzdem noch. Aber so diese Unbeständigkeit mit der Trockenheit und der Feuchtigkeit, ja, aber das ist ein ganz anderes Thema. Passt so ein bisschen vom Sturm natürlich hier auch Richtung Deich, obwohl das wahrscheinlich kein Vergleich ist. Aber ich ja, genieße die Geschichte sehr und werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiterlesen. Ich habe es mir jetzt vor meinem Wohnzimmertisch gemütlich gemacht, denn mir ist ein bisschen nach Puzzeln. Und zwar habe ich in den letzten Wochen, Monaten kleine Puzzle für mich entdeckt. Und zwar habe ich die bei Wabi bestellt, direkt in diesem Viererpack. Wabi ist von einer YouTuberin die Firma und die machen so kleine Puzzles mit nicht so vielen Teilen, dass man einfach so innerhalb von 20 Minuten oder 30 Minuten einfach so ein bisschen Entspannung hat. Und mir hilft das tatsächlich, wenn sich viel im Kopf kreist, ja, da einfach so ein bisschen zu entspannen, nicht so drüber nachzudenken. Manchmal läuft im Hintergrund auch so ein bisschen ganz leichte Musik. Hörbuch eher nicht tatsächlich. Das klappt eher, wenn ich Diamond Painting mache oder ja, manchmal ja auch so Malen nach Zahlen oder sowas. Beim Puzzeln finde ich es tatsächlich schöner, einfach so ein bisschen mit Musik in den Rhythmus zu kommen. Ja, und ich habe 4 Stück, also es ist selbst gekauft, auch nicht irgendwie gesponsert. Und es heißt hier so schön, ich darf genießen, ich genieße den Moment, ich erkenne die Schönheit des Lebens und ich setze mich für andere ein. Es sind wunderschöne Motive, wirklich alle sehr klein und richtig schön. Und ich habe mich damals sehr über diesen Viererpack gefreut. Man hat hier natürlich auch so ein bisschen was gespart. Und ich mag die Bilder super, super gerne. Und ja, bin da auch immer wieder am Überlegen, mir was Neues zu holen. Und wir werden jetzt gemeinsam einfach so ein bisschen puzzeln. Ich glaube, wir gehen heute ein bisschen in die Unterwasserwelt. Und ich dachte, ich nehme euch einfach so ein kleines Stückchen mit.
fertig ist dieses sehr, sehr schöne Puzzle. Ich mag das sehr gerne. Underwater World habe ich jetzt aber auch, glaube ich, erst zum zweiten oder dritten Mal gepuzzelt. Ist aber immer wieder schön, das so ein bisschen zu entdecken. Auch Coffee Table finde ich richtig, richtig schön. Ich mag da auch so die Farbkombination. Und Harmony ist wohl das, was ich bisher am meisten gepuzzelt habe, weil ich das einfach so schön entspannend finde und auch von der Farbkombination schön finde. Ein bisschen schwieriger finde ich tatsächlich Nature Love, weil man hat hier ja, ja einen Affen an der Seite. Ich glaube, den erkennt man hier hinten, glaube ich, sogar noch eine Spur besser. Und ich finde, dass der sich leider nicht so richtig gut absetzt vor diesen Palmen und Pflanzen. Und das finde ich auch beim Puzzeln ein bisschen schwierig. Weil ihr habt ja gesehen, tatsächlich sind die Puzzleteile kleiner als ein Finger und das ist natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, weil da natürlich es wirklich auf die Details ankommt. Ich packe euch Wabi einfach mal in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei, ob das was für euch ist und ja, wenn ihr da auch mal puzzeln wollt, also ich kann das wirklich nur als kleines Hobby empfehlen, so 2-3 Mal die Woche, so eine entspannte 20-30 Minuten und einfach so ein bisschen überlegen, nachdenken und das Gedankenkarussell im Kopf dann auch so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Die Sonne lacht an diesem Morgen und ich wollte kurz was zu meinem gestrigen Abschnitt erzählen. Ich habe jetzt knapp bis Seite 155 gelesen, bin den Juni sozusagen durchgeflogen und muss echt sagen, dass mir der Stil von Anne Hansen super gut gefällt. Es ist wirklich so, als würde sie mit einem am Tisch sitzen, als würde sie einem ihre Gedanken erzählen, ihre Gefühle, ihre Bedenken. Denn hier kommen wir doch zu einem etwas emotionaleren Teil, in dem es eben darum geht, was denn mit dieser Schafsherde passiert. Und ja, man kann sich das wahrscheinlich schon denken, dass die Schafe da nicht zum Spaß stehen, leider, wie man oder wie ich es mir als Tierfreund wünschen würde, sondern Anne Hansen findet eben heraus, dass diese Schafe einen Bauern gehört, nimmt mit dem Kontakt auf, möchte eben auch Lämmchen retten und ja, sie stößt da erstmal auf sehr taube Ohren. Zudem ist es gar nicht so einfach, eine Unterkunft, einen Platz für ein gerettetes Lammschaf zu finden und bei dieser ja, Suche sind wir dabei. Und das ist immer diese Anspannung im Hinterkopf und ich glaube auch sehr gefühlig und das kann ich absolut nachvollziehen, was Anne Hansen hier geweint hat, was sie sich für Gedanken gemacht hat, wie verzweifelt sie auch an mancher Stelle war, dass sie eben hier ein Tierleben retten möchte und was einem eigentlich dafür Steine in den Weg gelegt werden. Denn Schafe darf man tatsächlich nicht im eigenen Garten halten. Fände ich irgendwie cool, würde man sich wahrscheinlich den Rasenmäher sparen. Aber das ist natürlich auch nicht artgerecht, also na, versteht mich da bitte nicht falsch. Ich fand es sehr gut, dass Anne Hansen uns hier ihre Tierliebe erzählt, dass sie uns ihren Weg zum Vegetariersein erzählt und das ganz ohne einen erhobenen Zeigefinger zu haben. Also sie macht das wirklich sehr sachlich, sie erklärt sich ein bisschen, sie erklärt ihre Gedanken, wie es eben als Kind dazu gekommen ist, dass sie gesagt hat, jetzt isst sie kein Fleisch mehr. Und ich glaube, dass viele Vegetarier, Veganer so einen Moment haben oder vielleicht wie bei mir so für jedes Tier irgendwie einen Moment haben und da irgendwann dann gesagt haben, das kann ich jetzt nicht mehr und dann irgendwann es im Kopf klickt. Und ich finde es gut, dass sie es erzählt, dass sie das tatsächlich relativ sachlich gemacht hat, obwohl ja sonst dieses Thema Fleisch essen oder eben nicht ein sehr emotionales in unserer Gesellschaft ist, was ich gar nicht verstehen kann. Aber ich glaube, es ist oft schwierig für die Menschen, die eben ja Fleisch essen, so ein bisschen den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Das ist so mein Empfinden. Ich kann aber auch so diese Ohnmacht verstehen von allen, die sich eben für Tiere einsetzen, die vegan, vegetarisch leben, dass man so das Gefühl hat, dass drumherum alle Menschen ja irgendwie einen merkwürdig finden oder halten. Ich fand das als junger Mensch noch viel schwieriger, als es das heute ist. Ich glaube, heute, wenn jemand sagt, man ist vegan, das sorgt nicht mehr so viel Aufsehen. Ich weiß noch, als ich wirklich als Kind gesagt habe, ich esse jetzt keine Hühner mehr, weil ich mit denen draußen spiele und die füttere, da bin ich schon merkwürdiger angeguckt worden und auch immer wieder. Also man hat das immer wieder probiert, mir dann ein Hähnchen vorzusetzen und die leckeren Chicken Nugget. Aber ja, ich fand es wirklich gut, dass sie es trotzdem bespricht, dass sie uns sagt, dass eben ihre Tierliebe nicht bei Hund und Katze und Hase aufhört, sondern eben auch bei diesen klassischen Ausnutztieren sozusagen weitergeht. Und da habe ich mich sehr verbunden gefühlt. Ich fand, sie hat es wirklich gut rübergebracht. Ich hätte es, glaube ich, tatsächlich
schade gefunden, wenn sie sehr auf diesem Thema herumgeritten hätte, so wie ich das jetzt mache. Aber das gefiel mir richtig gut. Und ich fand es gut und nachvollziehbar, wie sie eben nach einem Platz sucht, welche Ablehnungen sie bekommt, wie eben alles nicht auch einfach mal so funktioniert, wie sich ihre Familie einschaltet, wie sich alle einsetzen, um eben ja, Lämmchen zu retten. Es gibt auch wirklich viele, viele schöne Bilder hier drin, die mir richtig, richtig gut gefallen haben in diesem Abschnitt. Und ich hier wirklich auch immer ein bisschen verweilt habe und einfach sage, was sind Schafe denn für schöne Tiere? Und ich fand es ganz toll, dass eben ihr Mann und auch ihre Familie hier an ihrer Seite sind. Ich habe mir hier auch was Schönes markiert. Und zwar ging es so ein bisschen darum, dass sie selbst sehr wenig Fotos gemacht hat und gar nicht auf die Idee gekommen ist, Dinge zu filmen oder ähnlichem. Sie eigentlich ihrer Familie, ihrem Mann dankbar ist, dass es doch ein paar Fotos gibt. Und da erzählt sie eben auch von einer Begegnung in Kalifornien, als sie mit Delfinen getaucht sind und dass sie danach so fassungslos war, dass sie keine Fotos gemacht hat und ob es diesen Moment denn dann eigentlich gegeben hat. Und irgendwann hat sie eine Amerikanerin angesprochen und sie gefragt, ob denn alles in Ordnung wäre, warum sie so aufgebracht wäre. Und sie erklärt sich eben, ist irgendwie blöd, ich habe keine Bilder gemacht und war da eben sehr enttäuscht. Und dann sagt die Amerikanerin, dass sie das verstehen kann, aber sie hat eben ein Mental Photo, also ein inneres Bild sozusagen gemacht, but you took a mental picture, also ein geistiges Bild sozusagen gemacht hat. Und das sind oft die wertvollsten, die man machen kann. Und das hat sie dann tatsächlich bestätigt, denn sie sagt, bis heute sehe ich die Delfine glasklar vor mir und dass sie sogar den Sand unter den Füßen spürt und von daher, dass das eben gar nicht notwendig ist, dass man immer alles fotografiert. Und auch da konnte ich ihr total zustimmen. Im Buch The Beach von Alex Garland ist tatsächlich auch das Fotografieren ein Thema. Das ist ja die Backpacker-Reise da nach Thailand, war ja vor über 20 Jahren wirklich sehr erfolgreich, auch die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio. Und da wurde auch mal gesagt, dass das Gedächtnis es einem übel nimmt, dass man manche Dinge fotografiert, sodass man dann oft die anderen Dinge vergisst. Und das ist etwas, was ich absolut unterschreiben kann. Auch ich bin, also ja, ich fotografiere sehr gerne. Ich fotografiere aber oft tatsächlich eher so Alltägliches, also Spaziergänge mit dem Hund, Katzen auf dem Katzenbaum. Und ich bin im Urlaub tatsächlich jemand, der versucht, diesen Moment einzuspeichern, die Gerüche, die Geräusche, was ich fühle, wo ich stehe, wie ist dieser Blick. Und ich merke das vor allem jetzt bei meinem Maledivenurlaub, wo ich einiges gefilmt hatte, ja auch für den Blog und fotografiert habe, dass ich aber ganz oft mit diesen Momenten, wo ich gefilmt habe, gar nicht so eine Bindung habe, obwohl ich ja schöne Momente fotografiert und gefilmt habe, sondern mir oft Dinge eher in Erinnerung sind, wirklich von Gerüchen und so weiter, die eben nicht festgehalten wurden. Und ich glaube, dass wir da eine gute Mischung in unserem Leben finden sollten mit den Momenten, wo wir innehalten, alles mit jedem Sinn genießen. Und das hat hier Anne Hansen im Grunde auch bestätigt und das fand ich richtig, richtig schön. Ja, ich habe noch ein paar Seiten. Ich freue mich auf jeden Fall heute aufs Weiterlesen. Mir macht die Geschichte wirklich Spaß und ich glaube auch, wenn ihr einfach was Leichtes, Lockeres sucht mit so trotzdem einer echten Geschichte, die hier passiert ist und ihr eben auch ein Tierfreund seid, ich glaube, dann habt ihr hier richtigen Spaß, um einfach mehr über Schafe, um natürlich auch das Leben im Norden zu erfahren. Und ich bin da wirklich mit großer Freude dabei und mich unterhält die Geschichte richtig, richtig gut. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so emotional jetzt weitergeht wie in dem Abschnitt, weil ich da doch die ein oder andere Träne auch vergossen habe und da absolut mitgefühlt habe. Und ich hoffe, also ich gehe mal davon aus, es gibt irgendwie ein Happy End und bin da sehr gespannt, in welche Richtung ja, das Happy End dann auch gehen wird. Thank you.
Ich habe mir ein neues Lese-Gadget gekauft und bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Und ich dachte, wenn nicht im Vlog, wo könnte ich darüber sprechen? Und zwar ist es von Siyukuyu, eine Fernbedienung für den E-Book-Reader. Und zwar habe ich das schon soweit ausgepackt. Den gab es bei Amazon und hat, glaube ich, 23, 24 Euro gekostet. Man hat eine Fernbedienung dabei und einen Empfänger, der im Grunde die Seiten weiterdrückt. Jetzt kann man sich fragen, Mensch, Steffi, wie faul kann man eigentlich sein? Wenn man den E-Book-Reader in der Hand hält, kann man da nicht einfach draufdrücken oder auch das Tablet und einfach weiterdrücken? Ja, könnte man. Aber es gibt Momente, und ich habe das tatsächlich jetzt die letzten 2-3 Monate sehr oft beobachtet, wo ich sehr gemütlich auf meiner Couch sitze und der E-Book-Reader meist hier drin sozusagen auf der Couch liegt oder dann eben auch mal mein Tablet auch einfach eingemummelt in seinem Lesekissen, und dann muss man da immer wieder mit der Hand hingreifen. Und ich fand das eine sehr, sehr coole Idee. Und ich glaube, er hat sonst immer 29,99 Euro gekostet und er war jetzt irgendwie mal reduziert, eben auf unter 24. Da dachte ich greife jetzt einfach mal zu. Ich habe das jetzt auch beide schon mal aufgeladen, um es einfach jetzt mal mit euch auch auszuprobieren. Und zwar hat man hier einmal die Fernbedienung. Und da habe ich auch dieses Kabel reingemacht. Und wir haben hier einmal den Empfänger. Also wir haben hier einen Clipper und den soll man einfach auf den E-Reader draufklappen. Und dann drückt er im Grunde weiter. Und jetzt haben wir natürlich Sommer und schönes Wetter. Zumindest ist es gestern und heute super sonnig. Jetzt stellt sich die Frage natürlich auch im Winter. Stellt euch mal vor, ihr seid eingemummelt unter eurer Decke auf der Couch. Und ihr könnt unter der Decke weiter drücken, ohne die Hand rauszunehmen. Klingt das nicht kuschelig? Also ich glaube, für alle Winterfreaks ist das was. Ja, ich habe meinen Tolino jetzt schon mal aus der Vorrichtung rausgenommen, um es einfach mal auszuprobieren. Wir lösen ihn mal aus der Schlafhaltung und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Also man soll ihn einfach nur, ich glaube unten oder oben, das ist wahrscheinlich egal, aufsetzen können. Und dann drückt man mit der Fernbedienung einfach weiter. Und wie ihr seht, also ich drücke, es ist wirklich kaum ein Zeitversatz. Es geht wirklich wahnsinnig schnell, dass er das annimmt. Ich glaube, man muss vom Platz her nur überlegen, wo es am meisten Sinn macht, ohne dass es zu viel der Worte verdeckt. Ne? Also ich glaube, er ist doch relativ groß und breit unten. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen gucken, aber es geht echt super. Also ich drücke, das geht wirklich, also ihr könnt wahrscheinlich die Bewegung des Drückens hier erkennen, wie schnell das umblättert. Also das funktioniert richtig, richtig super. Man kann nicht zurücktippen, also das, was logisch ist, weil man hat ja den Empfänger sozusagen da, wo man im Grunde weiter drückt, und dementsprechend müsste man sich wahrscheinlich sonst tatsächlich zwei holen. Einen rechts, einen links, und dann nochmal wissen, wann man welchen drückt. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, mit Hülle wird es problematisch. Wenn ich unterwegs bin, hat mein Tolino ja auch eine Hülle, die ihn auch umklappt. Ich glaube, dann würde es nicht gehen. Also ja, ich glaube, dafür wäre dann diese Öffnung einfach nicht groß genug, um das dann drüber zu legen. Vielleicht muss ich mir einfach mal noch eine andere Hülle bestellen. Muss man vielleicht mal überlegen, ob man das, wenn man unterwegs ist, dann auch eine Fernbedienung braucht. Oder ob das nicht wirklich was ist, wenn man zu Hause liegt. Also das klappt schon mal super. Und ich habe eben die Befürchtung, dass bei meinem bei meinem Tablet, was ja relativ groß ist und ich glaube auch dementsprechend natürlich ein bisschen breiter ist, dass es hier eben eher zu Problemen kommt. Also ich habe hier unter anderem die Kindle-App drauf, finde ich auch super praktisch, weil ich lese eben auch ab und an mal sehr gerne Self-Publisher. Und ich glaube aber tatsächlich, dass das hier mit Hülle eben schon der Moment ist, wo ich denke, ja, also dann liegt es nämlich tatsächlich nicht auf und dann nimmt es wahrscheinlich hier diese Verbindung nicht. Und er markiert hier auch, was sehr komisch ist. Also er scheint hier gar nicht zu erkennen, dass er weiter drücken soll. Ich kann euch das so schlecht zeigen. Sondern er will etwas markieren, scheinbar. Aber wir probieren es mal aus, ob das hier trotzdem irgendwie geht. Nein, also hier hat er definitiv nicht scheinbar die Kraft. Also es ruckelt ganz leicht im Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber er schaltet nicht weiter. Aber ich würde doch hier unten, auch einfach nur draufdrücken. Ist die Frage, warum er das hier nicht hinkriegt beim Tablet. Nein, also beim Tablet macht er das definitiv nicht. Also er zuckelt ganz leicht, aber
mit der Hand, ich muss es wahrscheinlich abmachen, mit der Hand geht das wirklich problemlos. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, ein bisschen schade, weil ich ja doch auch immer wieder, also am Ende auch mit dem Tablet lese. Nicht so häufig, muss ich auch ehrlich sagen, aber es ist natürlich schon ein bisschen schade, dass das nicht so klappt. Ich probiere es nochmal. Nein, jetzt fängt er hier auch das Markieren an, was ich ja gar nicht angeklickt habe. Ja, sehr schade. Also Tolino macht er super, ganz einfach, ohne irgendwelche Probleme. Das Tablet erkennt er irgendwie nicht an. Also finde ich echt ein bisschen schade. Was sehr schön ist, ist, dass man, wo man es auflädt, dass man das so ein bisschen zudecken konnte. Aber gut, der Tolino funktioniert. Ich würde sagen, 90% meiner E-Books lese ich auf den Tolino. Und das ist schon cool. Also ich finde das echt cool. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das so findet und ob das ein Gadget ist, was euch irgendwie interessiert, ob ihr wusstet, dass es das gibt. Und ich glaube halt auch wirklich, wenn man zum Beispiel in der Badewanne liest und nasse Finger hat, mit der Fernbedienung, aber gerade wirklich so im Sommer gemütlich sitzend und dann drückt man einfach aus der etwas näheren Entfernung drauf oder wirklich im Winter unter der Decke und man muss nur drücken. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich bin froh, dass es am Tolino ohne Probleme klappt. Also ja, sucht da einfach mal nach Fernbedienung. Ich kann euch auch unten das in der Infobox einfach mal verlinken. Also finde ich total cool. Mal gucken, ob es irgendwie Tricks und Kniffe gibt in Bezug auf das Tablet. Vielleicht kann ich da im Internet ja bei den Rezensionen mal ein bisschen schauen. Aber das finde ich auf jeden Fall cool. Es war auch ein Aufladkabel mit dabei. Was ich auch sehr praktisch finde, aber das ist auch das, was mein Handy am Ende verwendet. Also es ist ganz normal USB-C, glaube ich. Und von daher aber praktisch, dass es mit dabei war. Also cooles Gadget, gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. Und lasst mich gerne mal wissen, wie ihr diese Idee so findet, ob das was für euch wäre. Und ich freue mich da auf unseren Austausch. Auch, ob ihr vielleicht noch andere Gadgets, Zubehör kennt, wo ihr sagt, das ist mega praktisch. Probier das mal aus, Steffi. Dann auch gerne her mit solchen Tipps. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Der Sommer ist endlich da und ich habe das Buch nun auch beendet und möchte euch meine abschließenden Gedanken zu diesem Highlight-Buch jetzt noch auch ein bisschen dalassen. Ja, für mich ein absolutes Highlight. Das Buch ist einfach wunderschön. Ich mag diese Mensch-Tier-Komponente. Ich mag es, dass auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht wurde, was Ausnutztiere in unserer Gesellschaft so aushalten müssen und wie gut Tiere uns Menschen tun. Ich mag diese Liebe, die Anne Hansen für Lämmchen und auch die anderen Schafe entwickelt hat, wie sie das auch auf andere Tiere überträgt. Denn hier zieht dann im Nebengehege oder im Nebenbereich auch noch ein Bulle an, einen, der nicht so richtig weiß, was eigentlich seine Aufgabe ist, was ihn super sympathisch macht. Und wir spüren einfach diese tiefe Tierliebe, die Anne Hansen diesen wunderbaren Tieren auch entgegenbringt. Für mich ein Highlight, weil es war wirklich locker, es war leicht, es hatte ernste Themen, ohne zu traurig und tief zu gehen. Es hat Emotionen bei mir geweckt. Ich bin ein großer Tierliebhaber und konnte so, so, so mitfühlen. Und ich glaube aber auch, dass man als Nicht-Veganer, Vegetarier einfach hier eine wunderschöne Liebeserklärung an die Tiere, an die Schafe, an Lämmchen bekommt und da wirklich einfach mitfühlen kann. Ich habe auch wieder ein bisschen was markiert und wer sich wundert, warum ich unterschiedliche Sticky Notes sozusagen nehme, das liegt daran, dass ich ja wissen möchte, was habe ich euch schon erzählt und was nicht und ich sozusagen das so ein bisschen unterschiedlich deswegen gestaltet habe. Ich habe hier markiert, da ging es um den Verlust von Tieren und dass sie nicht so richtig versteht, warum Menschen einem Trauer absprechen. Und ganz schlimm fand sie eben immer so dieses, oh, der Mensch war doch schon lange krank oder der Mensch ist doch richtig alt und dass das irgendwie einen absprechen würde. Und sie sagt so ein bisschen, ob alt, krank, Haustier, Lämmer, die Lücke, die sie hinterlassen, ist groß. Und auch wenn man etwas rational versteht, kann man trotzdem trauern. Und da gehe ich absolut mit. Ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der bei fiktiven Charakteren in Buch und Film trauern kann, weinen kann und auch wirklich trauere. Und das ist natürlich eine andere Trauer, als wenn ich ein geliebtes Haustier verliere oder auch ein Mensch geht. Und das sind definitiv Unterschiede. Es ist ganz anders, um meine Mama zu trauern, um meine geliebten Katzen zu trauern oder ob ich um irgendeinen fiktiven Charakter trauere.
Aber im Ansatz ist es einfach Trauer, es ist eine Emotion, es ist ein Gefühl. Und tatsächlich kann ich Menschen nicht verstehen, die mich eben nicht verstehen. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht. Und ja, es ist ja. Dann tatsächlich sehr gut gemacht war diese traurige Passage. Wir kommen in den Oktober und in diesem Oktober werden die anderen Schafe abgeholt. Und ich habe gar nicht getraut, mich so das umzublättern, den Oktober, weil ich dachte, oh Gott, ich möchte gar nicht diesen Abschied lesen. Und sie, Anne Hansen hat vorher schon erzählt, wie schwierig es war, an diesem Gatter vorbeizugehen, wenn die Böcke im Grunde getrennt werden und man weiß eben, dass diese Schafe abgeholt werden und wohin sie kommen und dass sie natürlich ein sehr glückliches Leben bis dahin hatten und nicht in der Massentierhaltung waren. Aber man spürt da so ihre Ohnmacht und ihre Traurigkeit und ich habe die total gefühlt und ich hatte so Angst, dass sie uns hier sehr emotional von diesem Abschied berichtet und das tut sie aber zum Glück nicht. Und doch haben diese Tiere Namen bekommen und werden nicht vergessen und auch wir haben jetzt Namen für diese Schafe, die abgeholt wurden und ja, kein so glückliches Ende sozusagen nehmen wie Lämmchen. Und ja, das hat mich sehr bewegt, obwohl es dafür gar nicht vieler Worte sozusagen gebraucht hat. Dann ging es auch ein bisschen zum Jahresende darum, dass Zeit für viele Menschen sehr, sehr schnell vergeht. Und ich jemand bin, dem das sehr selten geht. Also ich stehe selten am Freitag da und denke, oh, die Woche ist aber geflogen. Und ich frage mich immer, warum es mir nicht so geht wie vielen anderen Menschen in meiner Umgebung, egal ob Freunde, Bekannte, Kollegen, Familie, die mir immer freitags erzählen, oh Gott, die Woche ist geflogen. Oder auch ja, gerade ja oft auch ältere Menschen in meiner Umgebung, die sagen, oh, ich ziehe morgens den Rollo hoch und abends runter und frage mich, wo ist der Tag hin? Und ich denke, nein, also ich habe wirklich Tage, wo es sich zieht, bis es abends ist und man ins Bett geht. Und ich mir denke, boah, dieser Tag irgendwie, da ist so viel passiert und selbst wenn nicht so viel passiert, ich habe selten das Gefühl, dass Zeit fliegt. Gerade auch jetzt im Vorher zu meinem Urlaub, also ich habe jetzt im Juli ja auch Urlaub, habe ich immer gedacht, oh Gott, diese Zeit bis dahin, das zieht sich. Oder jetzt läuft der Countdown für meine Herbstreise im Oktober. Und ich denke so, oh, das sind noch 3 Monate und dann zählen die Tage so runter. Und bis das mal irgendwie vergeht. Und ja, Vorfreude ist natürlich die schönste Freude, aber es zieht sich dadurch einfach auch so ein bisschen. Und ich fand es hier ganz spannend, wie sie das eben auch zum Jahresende sagt. Wo ist nur die Zeit geblieben? Schon wieder Geburtstag, der war doch gerade erst. Wer dagegen viel Abwechslung hat und sich immer wieder aufs Neue einlässt, erlebt die Zeit langsamer. Und ist das nicht eigentlich paradox? Wäre es nicht ungleich fairer, wenn es andersherum wäre, dass der, der wenig erlebt, zumindest nicht auch noch das Gefühl hätte, dass die Zeit ihm in den Händen verrinnt? Aber es stimmt. Als Kind erscheinen einem die 6 Wochen Sommerferien wie eine Unendlichkeit. Und je älter man wird, desto mehr verkommt ein ganzes Jahr zu einem Wimpernschlag. Und ja, es ist, glaube ich, schon so, dass es uns vielen so geht, dass in diesem ganzen Arbeits-, Alltagstrubel, Haushalt, Wäsche, Einkaufen, Arbeit, Familie, Freunde, dass man da wirklich irgendwo denkt, die Zeit verfliegt. Aber ich bin froh und hoffe, mir diese achtsame Bewahrung wirklich noch halten zu können, dass für mich eben nicht die Zeit vorüberfliegt, sondern ich viele bewusste Momente im Tag, im Leben habe. Und dann sagt sie so gegen Ende, dass sie findet, dass das Schlimmste eigentlich ist, dass sie ernsthaft ja all dieses mit dieser nur schlechte Kleidung, es gibt kein schlechtes Wetter, dass sie es langsam zu glauben begann und vielleicht geht es genau darum im Leben, man muss sich wappnen, sich eine Rüstung anlegen, damit die äußeren Umstände einen so schnuppe werden, wie mir das unbarmherzige Schiedwetter an der See. Ich weiß noch nicht, wie genau dieser Panzer für die Seele aussieht. Aber warme Füße sind schon mal die halbe Miete. Und das fand ich richtig, richtig schön. Ich finde ja wirklich, kalte Füße ist ja das Schlimmste, was es gibt. Ich glaube, deswegen mag ich so gerne Sand und Meer um meine Füße haben. Es war ein wunderbares Buch mit ganz viel berührenden Momenten, mit einem Auf und Ab auch der gesundheitlichen Reise von Anne Hansen, die aber nie in den Vordergrund gekommen ist, wie man mit ihr mitfühlt, wie man mit ihr fiebert, für sie hofft, dass es ihr besser geht und als dann eben so diese ersten Genesungsschritte kommen und sie Lämmchen trifft und irgendwann mit dem Fahrrad über den Deich fährt, sich da wiederfindet, ihre Gesundheit findet und dann eben auch einfach Lämmchen ein großer Teil ihres Lebens wird. Und es war einfach bezaubernd, es war herzerwärmend, es war so, so, so schön und hat für mich perfekt jetzt im Grunde in diesem Juli, in diesem Wonnemonat gepasst
Und ich habe es super gerne gelesen. Kann es absolut nur empfehlen für alle Tierliebhaber unter euch oder wenn ihr einen Tierliebhaber irgendwie vielleicht auch beschenken wollt mit einem Buch. Ich glaube, damit kann man überhaupt nichts falsch machen. Mir hat es wirklich wahnsinnig gut gefallen und für mich wirklich ein Highlight in diesem Monat. Ich bin sehr dankbar für das Rezensionsexemplar. Ich bin dankbar, dass die Flo darüber berichtet hat, ich aufmerksam wurde, ich jetzt auch Anne Hansen auf Instagram folge und da hoffentlich immer mal so ein Update von Lämmchen bekomme. Und ich hatte wirklich großen Spaß mit diesem Buch. Und ich hoffe, dass ihr auch großen Spaß mit diesem Vlog hattet, dass euch so die kleinen Eindrücke zwischendurch auch gut gefallen haben und dass ihr da einfach auch ein bisschen Freude beim Zusehen hattet und bei meinen Gedanken habt. Und ja, wenn ihr vielleicht auch Tierbücher empfehlen könnt, dann super gerne auch in die Kommentare. Und ob euch das Buch anspricht, könnt ihr mir ja auch super gerne mal erzählen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.